Ganz kurz, Full Fokus, die sind am Führen. Du meinst wie jemand anders? Was? Was? Ich wollte gerade Witz machen, aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Wolltest du gerade einen Hitlerwitz machen? Nein. Das würde ich doch niemals machen, sowas. Ja, würde ich auch lassen an deiner Stelle. Ja. Oh. Ah, Tor. Jonas. Der Jonas ist wieder da. Ich habe den extra nicht genommen, damit du das Tor kriegst. Bitteschön. Nett von mir, oder? Auf jeden Fall. Gleichstand. Noch 20 Sekunden. Wenn wir jetzt ein Tor schießen, haben wir gewonnen. Ich habe ein Haar im Auge. Ha? Ein Haar. Oh, ha. Ach, geil. Haha. Du hast einen Witz aufgenommen und nur verschlechtert. 10 Sekunden. Ich würde viel lieber Internetfang spielen. Aber das ist überall ausverkauft? Ja, auf jeden Fall. Du weißt ja, wie wenig der lokale PlayStation Store immer auf Lager hat. Ach so, ja, stimmt. Wie sagst du es denn nicht? Ich habe all meine Ersparnisse in Dogecoin gesteckt. Oh, also 10 Euro? Nee, 20. Ohoho, Ben, was ist... Was kannst du eigentlich? Ich hab den. Ja, nichts. Ach nein. Schönes Eigentor. Schönes Ding, Jonas. Was kannst du eigentlich? Cooler Schuss. Kann nicht jeder sowas. Für die nächsten Brandy müssen wir erstmal deinen Ruf wiederherstellen. Mein Ruf ist gut. Ich rufe. Okay, sehr gut. Mein Plan? Du machst Kollaps. Ich soll kollabieren? Das wäre ein guter Vlog. Nein, Videos mit anderen Influencern machen. Ich kann Renegade, ich kann noch mehr... Ich brauche keine Kollab. Wir suchen dir gute mit einem guten Ruf. Wenn du dann Videos mit denen machst, sehen die Marketingleute, dass sie dir vertrauen. Und dann machen die das auch. Mit ihrem Geld. Aber ich habe dir doch schon gesagt, dass ich keine Branddeals mehr mache, bis ich 1 Million Abonnenten habe. Aber dann verdiene ich nichts. Dann müssen wir wohl schnell 1 Million Abonnenten erreichen. Außerdem stimmt das auch gar nicht. Beruhig dich mal. Reden wir später drüber. Deinen Ruf wiederherstellen müsste doch auch in deinem Interesse liegen. In meinem Interesse liegt, Abonnenten zu bekommen. Abonnenten kriegst du auch durch eine Collab. Wenn ich ein virales Video mache, kriege ich mehr. Ich habe keine Zeit, mich mit jemandem zu treffen. Das lohnt sich, wenn wir die richtige Person finden. Die Zuschauer sehen dich, kommen rüber und lassen ein Abo da. Wenn die ein Video von mir sehen, sind die direkt schon da und können ein Abo da lassen. Hast du gesehen, wie Aaron wächst? Du meinst seinen Account? Ja, natürlich. Ja, der Hohn hat mich fast eingeholt, aber ist er noch neu. Weißt du, was der macht? Was? Collabs. Also du sagst, der wächst so schnell, weil er Collabs macht? Ja. Warum mache ich das nicht? Okay, wir suchen einen für dich. Hey Derek. Hi. Alles gut bei dir? Ja, bei dir? Ja, auch alles super. Was macht das Leben? Alles gut. Was willst du, Ben? Du kennst doch dieses Spiel. Es hat irgendwie so einen komischen Namen. Ich habe vergessen, wie das heißt, aber irgendwie so einen komischen Namen, das in der Zukunft spielt. Internetfunk? Genau. Du bist auch so technisch versiert, Informatikprofi, dies, das. Okay, wenn du das sagst. Ich bin ja knapp bei Kasse. Ich bin eigentlich immer knapp bei Kasse. Aber du kannst mir das doch bestimmt besorgen. Ich, nee, also illegale Machenschaften, da sehe ich mich nicht. Komm, alles gut. Wir sind doch Kollegen und so. Haha und hohehe. Wir sind keine Kollegen, wir sind Kommilitone. Ja, anderes Wort, gleiche Bedeutung. Eigentlich. Egal, das ist nicht wirklich illegal. Das wirkt kein. Das merken die auch gar nicht. Such doch einfach online nach einem Crack. Sowas nehme ich nicht. Das ist aber ganz einfach. Das kriegst sogar du hin. Nee, das ist nicht das Problem. Dealer kenne ich. Was? Was? Redest du von Drogen? Du nicht? Nein. Nein, ich auch nicht. Wie kommst du denn auf sowas? Wir reden vom Spiel. Ja, ja. Sowas ist nicht nur illegal, sondern auch ethisch falsch. Ethisch? Wer ist denn die große Firma, die uns kleine Leute ausbeutet? Na gut, aber dann schuldest du mir was. Wenn du wieder Geld hast, musst du mir Essen ausgeben. Ja, später, wenn ich wieder Geld habe. Dann machen wir das so. Hast du schon Ideen? Ich habe viele Ideen. Aber wenn du damit Leute für die Collab meinst, dann nicht. Okay, ich würde sagen, wir gehen bald auf die Suche nach ein paar Leuten. Auf Tinder? Nein, auf Social Media. Ach so, ja. Ich fange an. Suche aber welche raus, die ad-friendly sind, mit einem guten Standing. Ich suche coole mit einem coolen Ruf. Okay, ich habe mich jetzt schon darauf vorbereitet. Ich öffne das kurz. Dann zeig ich dir, was ich gefunden habe. Hast du schon welche gefunden? Du hast bestimmt schon welche im Kopf gehabt. Hörst du mich? Ja, sorry. Ja. Wie wär's mit der Jens Toy Review? Das ist aber nicht so family-friendly. Es ist kinderfreundlich. Ach so, ja, klar. Ich weiß gar nicht, an was ich gedacht habe. Ist er nicht ein Kind? Ja. Der ist aber nicht so cool. Guck dir mal Awesome Falls an. Die ist sick. Die ist aber nicht so family-friendly. Okay, wir suchen weiter. Das ist ein Montagensong, damit die Zeit schnell geht. Die Zeit vergeht so schnell, denn das ist eine Montage. Ich hab jemanden. Komega Sack. Komega Sack? Das ist 1A Content und nicht ganz so plus 18. Ich hatte eher Kolokolak im Kopf. Bitte was? Doch, ich sehe dich schon in-game. So ein Spiel spiele ich nicht. Dafür ist er bekannt. Kann man nichts machen. Das ist doch Bullshit. Dadurch würdest du massiv Abos bekommen. Ja, aber nee. Na gut, dann habe ich noch eine letzte Person. Josh Johnson. Woher wusstest du das? Ich kann deine Gedanken lesen. Okay, wenn du das sagst, dann glaube ich wieder mal. Nein, ich hab's auf deinem Bildschirm gesehen. Ach so. Ja, ich weiß nicht. Ich auch nicht. Kompromiss. Wenn du sagst, das gibt die Subs, dann okay. Ich sag dir, das gibt die Subs. Dann ist gut. Und wie machen wir das jetzt? Schick dir mal eine DM. Ich frag bei seinem Management an. Smalltalk. Ich habe ein Angebot für einen deiner Klienten. Für welchen? Josh Johnson. Eine Collab. Ich vertrete ihn nicht mehr. Was? Wer dann? Du? Ich. Wieso bist du nicht mehr bei SouthVPN? Als ich deinen letzten Klienten rangeholt habe und das nichts wurde, habe ich mich so geschämt. Ich habe selber aktiv gekündigt. Oh, okay. Und ich habe mir gedacht, wenn du Manager sein kannst, kann ich das auch. Sehr nett, okay.
Ich habe eine Collab für deinen Klienten Josh. Mit deinem von letztem Mal? Ja, er ist auf einem guten Weg. Warum? Warum? Warum Josh? Jonas hat sein Branding verbessert und es wird noch besser. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Jonas Ziel ist es zu wachsen. Und ich glaube, dass Josh auch sehr stark davon profitiert. Also neue Zuschauer gewinnen wird. Zuschauer sind nicht alles. Ja, ich weiß. Aber das wird ein gutes Video. Ja, ich glaube, du könntest recht haben. Ich kläre das mit ihm ab. Großartig. Vielen Dank. In der Zeit hätte ich schon ein ganzes Video produzieren können. Endlich habe ich es, das Spiel. Aber ich muss noch lernen. Und das muss doch installieren. Ich mache Uni, während das installiert. Warum sage ich alles, was ich denke? Du bist aber schnell rangegangen. Jonas, ich hab's! Du hast Internetfunk? Ja, komm ran, wir gehen eine Runde. Nee, ich kann nicht. Ey, lass das. Kann man nichts machen. Das erfüllt mein Herz mit Traurigkeit. Du schaffst das bestimmt auch alleine. Was willst du denn jetzt sonst machen? Es ist Nacht. Was anderes. Hast du das Fleisch? Natürlich. Sowas Wertvolles würde ich doch nicht verlieren. Jo, was ist das für eine Welt? Fleisch gibt's in der Zukunft nicht mehr. Gut, dass ich nicht in der Zukunft lebe. Aber ich werde in der Zukunft leben. Du musst das Auto fahren, ich schieße. Fahren? Haha, das kann ich. The fuck? Also irgendwie haben wir das cooler vorgestellt. Das Spiel ist richtig scheiße. Die Bugs sind scheiße. Ich lasse es einfach sein. Aber das Fleisch bringt mich auf eine Idee. Oh. Digga, so ein Hurensohn. Was soll denn das? Fuck, jetzt habe ich dick Zeit verschwendet. Aber ich brauche immer noch ein Video. Was kann man machen? Ich hab bald die 1 Million an meinen Händen, Digga. Alles gut. Der Keck hat so einen Fehler gemacht. Aber ich muss mich irgendwie anders verkaufen. Moment, das klingt falsch. Ich muss denen das persönlich pitchen. Ach, wieso denn nicht, Mann? Ich bin so ein schlechter Manager. Ich kann nichts. Keiner will mit mir arbeiten. Ich bin so scheiße. Wenn ich 1 Million Abonnenten hätte, wäre das anders. Das ist doch nicht der Grund dafür. Ich muss besser pitchen. Die müssen wissen, dass ich praktisch schon die Millionen habe. Die juckt doch nicht, ob du mehr oder weniger als 1 Million hast. Ich habe mir 3 rausgesucht. Schick mir deren Adressen. Woher soll ich deren Adressen haben? Bist du mein Manager oder mein Flanender? Was? Weiß ich auch nicht. Ja gut, ich schick's dir. Ich wusste es doch. Danke. Jetzt geht's los. Bup, 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 bup. Ey, Blue. Hallo, wer bist du? Ich bin Jonas. Und was willst du? Ich will dir ein Angebot machen. Sammelst du Spenden? Ich spende nichts. Nein, ich bin im Namen des Business hier. Was soll das denn heißen? Ich glaube, für dich wäre das von Vorteil, mit mir ein Video zu drehen. Du willst ein Video mit mir machen und kommst direkt zu meiner Wohnung ohne Absprache? Ja. Nein, das kannst du nicht machen. Bitte geh. Ich bin auf dem Weg zu 1 Million Abonnenten. Deine Abonnenten sind mir egal. Du kannst doch nicht einfach hier hinkommen. Geh jetzt. Nein, aber... Nichts aber. Du musst gehen. Lass mich ausreden. Das ist wichtig. Ich will nicht die Polizei rufen müssen, aber wenn du jetzt nicht gehst... Du musst nicht die Polizei rufen, du musst mir nur kurz zuhören. Na gut, mach's schnell. Denk an die Zeit, in der du gestartet bist. Man startet klein, doch zu welchem Zweck? Jeder einzelne Follower erfüllt mein Herz mit Freude. Unsere Aufgabe ist es, ihnen diese Freude zu geben. Wir können ihnen eine Flucht vor dem echten Leben geben, einen Weg, dieses Bullshit-Leben zu bewältigen. Es gibt keinen Gott und alles ist egal, aber deswegen haben wir die Freiheit, uns einen eigenen Sinn des Lebens zu suchen. Wir müssen doch alle zwischendurch mal Gott sein. Willst du sagen, dass du ein Gott bist? Du musst mal ganz kurz deine Schnauze halten. Videos machen ist das, was unserem Leben einen Sinn verleiht. Also warum machen wir es nicht gemeinsam? Das wird nicht nur eine Kollaboration. Das wird die Zerstörung des Internets. Das wäre ein guter Videotitel. Die Zerstörung des Internets. Naja, vielleicht auch nicht. Ich bin wie Bitcoin von einem Jahr und du musst investieren. Was redest du? Du kennst mich nicht, ich kenn dich nicht. Aber ich weiß, dass wir ein verdammt gutes Team abgeben, damit ich endlich meine Millionen Abonnenten erreichen kann. Dann bin ich glücklich. Endlich. Ich bin dabei. Du bist dabei? Warum bist du so überrascht? Überrascht? Nee, ich bin nicht überrascht. Nice. Wir machen das. Okay, wann? Morgen. Morgen. Tut mir leid, dass ich gestern nicht konnte. Dann schmeiß mal das Spiel an. Das Spiel ist scheiße. Was? Wieso bin ich denn hier? Ich hatte eine Business-Idee.
Aha. Ich habe mir gedacht, yo, wenn Fleisch im Wert steigt, was du aus dem Spiel weißt. Ja, genau. Dann kann ich das jetzt kaufen und in der Zukunft teurer verkaufen. Was? Ich investiere in Fleisch. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Hier, guck dir das an. Was ist das? Die Pläne? Nein, viel besser, es ist das Fleisch. Ich habe auch noch mehr gelagert. Wieso? Ich werde reich, ich sag's dir. Long-Term Investing nennt sich das. Ja, aber normalerweise in Aktien oder sowas und nicht Fleisch. Ja, deswegen. Keiner redet jetzt davon. Und deswegen kriege ich das so günstig. Aber das wird keiner kaufen. Jo, jetzt sei nicht immer so negativ. Du netter Mensch. Aber das macht doch gar keinen Sinn, was du hier machst. Doch, ich habe das alles genug durchdacht. Aber viel wichtiger ist, ich habe was gemacht. Ich verwende meine Zeit nicht mit Nachdenken. Ich tue es. Von nix küt nix, sage ich immer. Ja, von nix küt nix. Aber ein bisschen mehr Nachdenken hätte auch nicht geschadet. Du bist doch nur neidisch, dass ich so ein guter Business-Typ bin. Du kannst Business noch nicht mal richtig aussprechen. Das wird nie jemand kaufen. Hallo? Ich habe gehört, du hast Fleisch. Ich brauche ganz dringend Fleisch. Alle Fleischläden haben schon zu, aber sie haben doch ein bisschen Fleisch, habe ich gehört. Kann ich ihnen was abkaufen? Ich bezahle auch ein bisschen mehr. Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen länger investieren. Aber wenn du jetzt sagst, yo, ich bezahle ein bisschen mehr, du kannst auch morgen Neues kaufen. Ja, passt schon, ich habe ja genug. Komm so ran, ich gebe dir was. Sehr schön. Was hast du denn? Fleisch. Ach, Fleisch, echt? Ja, wie sollte ich lügen? Hast du ein Steak? Ich habe ein US-Tortloin Wingsteak, 600 Gramm. Ja, das klingt gut. Zwei davon? Nee, nur eins. Ich habe noch 700 Gramm. Auch gut, dann nehme ich die beiden. Okay. Was sagst du zum Preis? Wie teuer waren die? 35 und 41 Euro. Dann mach einfach das 1,25-fache oder so. Ja, 1,5, also 95 Euro. Ihr wisst, dass ich euch hören kann? Das kann gar nicht sein. Immer noch? Ja. Ja gut, dann hast du ja den Preis gehört. Wir machen 90, okay? 90? 90? Wieso fragst du mich? Klingt gut. Klingt gut. Okay, gut. Hier, danke. Schönen Tag noch. Tschüss. Ich hab's dir gesagt. Guck mal, wie es jetzt schon gestiegen ist in so kurzer Zeit. Stell dir vor, das steigt weiter so. Wie viel ist in 10 Jahren wert ist das Fleisch? Digga, ich hab ausgesorgt. Rente ist gesichert, sag ich dir, mein Freund. Ich glaub nicht, dass er so steigt. Du bist immer so negativ. Träume ein bisschen mit mir. Besser kann es nicht gehen. Das ist verschimmelt. Ich will mein Geld zurückhaben. Was? Das kann doch gar nicht sein. Es war nicht eingesteckt. Starke Leistung. Ich gebe Ihnen die Hälfte. Nein, ich will alles wieder. Okay. Tschüss. Yo, das ist alles verschimmelt. Ja, wenn du das so lange nicht kühlst. Ich habe einfach fucking Geld verschimmeln lassen. Ja, das ist nicht so gut. Du hättest ja auch mal was sagen können. Ja, ich glaube auch. Na gut, ich gehe mal wieder. Viel Spaß noch mit deinem Fleisch. Welches Video machen wir jetzt? Wir müssen irgendwas Großes machen. Wir brauchen eine richtig gute Videoidee. Hast du schon irgendwelche Ideen? Wir pitchen Thumbnail und Titel. Keine Ahnung. Ich habe gedacht, wir machen irgendwie so eine What's-in-the-Box-Challenge oder sowas. Nein, 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 das können wir doch nicht machen. Das will doch keiner sehen. Das juckt doch keinen. Nein, nein, nein. Also bei mir hat das eigentlich nicht so schlecht performt. War okay. Davon abonniert mich aber keiner. Wir müssen was groß machen. Wir müssen was planen. Hier, komm. Also ich bin für sowas. Ich habe eine Idee. Wir leihen uns ein Lambo und gehen dann da rein und machen da im Lambo Challenges. Mehrere. Wer am schnellsten eine Lasagne backt, wer am meisten Pizzen auskotzen kann, wer als erster eine Frau mit dem Lamborghini abschleppen kann, also das Auto von einer. Was sind das für Challenges? Gute, vielleicht hast du auch noch ein paar Ideen? Aber wir machen doch schon die 24-Stunden-Challenge. Ja, als Gerüst für Titel und Thumbnail. Aber in dem Video muss auch noch was passieren. Und wir machen eine Challenge, dass wir da drin bleiben müssen, irgendwie für 24 Stunden. Und damit den meisten Punkten dafür dann behalten. Ich dachte, wir leihen den nur. Ja, wir leihen den natürlich nur. Wir haben ja nicht so viel Geld. Ja, also dafür würde ich mein Geld nicht ausgeben wollen. Und die Zeit auch nicht. Also da habe ich nicht so viel Bock drauf, nee. Das ist eine mega gute Idee. Du siehst doch, wenn die Idee vor dir ist. Da musst du doch auch acten, Mann. Was ist denn los bei dir? Ja, aber die will ich nicht machen. Hört sich gut an, aber zu viel Aufwand. Warum tust du mir das an? Ist doch egal, wir einigen uns schon. Ich bin ein guter Influencer und ich habe gute Ideen. Ja, ich sage ja, die ist nicht so schlecht, aber... Nicht so schlecht? Also die ist schon schlecht, aber nicht so? Nein, aber es passt nicht zu mir und es wäre nicht echt. Darum geht's dir? Wir können auch einen kaufen, wenn du den bezahlst. Kauf doch einen, wenn es dir so wichtig ist. Ich kann mir das doch nicht leisten. Ich kann mir das auch nicht leisten. Meine Karriere geht den Bach runter. Geht's dir gut? Sehe ich so aus, als würde es mir gut gehen? Nicht so richtig. Also du findest die Idee doof und willst sie nicht machen? Ja, ich finde sie doof und will sie nicht machen. Du findest sie also doof? Aha. Nein, aber... Ich hasse dich! Hallo? Oh, ich kann dich ganz schlecht verstehen. Es muss an deinem Handy für Arme liegen. Aaron? Aaron? Willst du mich verarschen? Sprich meinen Namen richtig aus. Wie heißt du denn richtig? Du kennst meinen echten Namen nicht, Jonas. Ich bin enttäuscht. Man nennt mich Aaron. Was willst du? Die Frage ist nicht, was ich will. Die Frage ist, was du willst. Was? Ich habe eine Mail von deinem Manager bekommen. Du willst eine Collab machen? Mit dir nicht. Nicht? Das ist aber schade. Bald habe ich dich überholt. Ich hab gedacht, wir machen das ein bisschen spannender. Du wirst mich nie überholen.
Nein, wenn du das sagst. Ich sag das nicht nur so. Ich werde dafür sorgen. Entweder indem ich schneller wachse oder du langsamer. Das sieht dir gar nicht ähnlich. Du willst mir erzählen, dass du das höchste Gebäude der Stadt baust, nicht indem du das höchste baust, sondern indem du alle höheren zerstörst? Nicht alle, nur deins. Also du sagst, meins ist höher als deins? Danke für das Kompliment. Soll ich zu dir kommen oder wie machen wir das Video? Ja, komm ran. Da freue ich mich. Wieso hast du denn Aaron eine Mail geschickt? Habe ich das? Er hat mich eben angerufen und wollte eine Collab machen. Er will eine Collab? Wieso das? Weil ich einfach ein cooler... Hast du dazu gesagt? Ich habe ja gesagt. Dann ist ja gut. Ja, eigentlich schon. Aber ich habe ihm keine Mail geschickt. Ich habe weder ihn noch sein Management kontaktiert. Ich möchte das hier zurückgeben. Was? Das Fleisch möchte ich zurückgeben. Ich habe keine Zeit für Witze. Ich mache keine Witze. Das habe ich gekauft und jetzt ist es irgendwie kaputt. Wie kaputt? Verschimmelt. Ja, das ist nicht so gut. Aber Sie können das nicht zurückgeben. Ich habe auch einen Einkaufszettel noch. Sie können das nicht zurückgeben. Das kann doch nicht sein. Ich möchte mit Ihrem Manager sprechen. Dazu müssen Sie nicht den Manager sprechen. Das geht nicht. Für den halben Preis? Für gar keinen Preis. Und wenn ich bitte sage? Dann auch nicht. Und wenn ich bitte, bitte sage? Ja, dann, wenn das so ist. Wenn das so ist, nehmen Sie es zurück und ich kriege mein Geld wieder. Nein, wenn das so ist, muss ich Sie bitten, den Laden zu verlassen. Aber... Kein Aber. Security oder ohne? Ich wähle heute mal ohne. Aber nur, weil ich zu wenig Schauspieler habe. Ah, du willst deine Schulden begleichen, Ben? Ja, so ungefähr. Ich habe ein Angebot. Können wir das nicht einfach machen, wie besprochen? Nein, ich habe was Besseres. Ich habe Fleisch, das kannst du haben. Fleisch? Ja, Fleisch. Wie Fleisch? Ja, Fleisch halt. Hiermit bezahle ich das. Aber ich will auch noch ein bisschen Geld von dir. Ich verkaufe dir das. The fuck? Nein. Das ist sogar extra mit Pilzen. Richtig, Sig. Gibt gerade dazu. Ach, du meinst so Jägersoße? Ja, so ähnlich. Ah, das ist verschimmelt. Nee, das ist die spezielle Jägersoße. Das ist doch keine Jägersoße. Das ist Schimmel. Ich habe nichts von Jägersoße gesagt. Doch, gerade. Davor hast du es gesagt. Du hast es impliziert. Also ich weiß nicht, was du hast. Das ist perfektes Fleisch. Das ist verdorbenes Fleisch. Das ist Premiumfleisch mit Premiumsoße. Premiumsoße? Ja, Premiumsoße. Ganz teuer. Ganz exquisit. Was ist denn drin? In der Soße? Ja, die Zutaten. Das kann ich nicht verraten. Vielleicht bin ich allergisch, ich habe viele Allergien. Das Risiko musst du wohl in Kauf nehmen. Ja, dann kaufe ich das nicht von dir und wir machen das morgen in der Mensa richtig. Abgelehnt. Das ist verschimmeltes Fleisch. Ich sag das Gegenteil. Willst du mich komplett verarschen? Ich will essbares Essen haben. Was mache ich jetzt? Was für ein Video wollen wir machen? Was Gutes. Ja, was viele Abonnenten convertet. Glaubst du, wir sollten uns auf die Conversion und auf die Views konzentrieren? Views. Ist das nicht eigentlich egal? Wieso fragst du mich, wenn du dir selber beantwortest? Wir sollten beides machen. Ich habe eine Idee. Ich habe heute von MrBeast ein Video gesehen, I ate the world's largest piece of pizza. Und? Du willst eine Challenge machen? Nein, ich will das machen. Wie, du willst das machen? Ich will, dass wir ein Video machen mit dem Titel, ich habe das weltweit größte Pizzastück gegessen. Hast du Geld für so viel Pizza? Ja klar, du auch. Hast du Bock, so viel Pizza zu essen? Nein, natürlich nicht. Ja, dann machen wir ja auch nicht. Ein paar Szenen, in denen wir das Essen reicht. Der Rest wird weggeschmissen. Das finde ich nicht gut. Bei ihm hat's gut performt, also wird's bei uns auch gut performen. Wir nehmen seinen Thumbnail. Klappt unsere Gesichter drauf und Views. Nein, das ist low. Nein, die Views werden high, aber nicht so wie ich gestern. Ach so, ich meine aber gar nicht die Views. Willst du nicht was erreichen? Willst du nicht jemand sein? Doch, das ist der Weg. Du musst nicht überlegen, was gut ist, du musst nur überlegen, was Views kriegt. Ja. Cause we all just wanna be big rockstar. Warte, was? Hast du gerade ja gesagt? Ja, hab ich. Ach so, ja dann. Ich habe noch eine Idee. Ein Freund von mir hat Fleisch, was er loswerden möchte. Vielleicht können wir das größte Steak essen. Das größte Steak? Wie willst du denn die Kleinen zu dem Großen machen? Keine Ahnung, Klebe... Ich glaube, Pizza gibt mehr Klicks. Wir nehmen Pizza. Das ist das weltweit größte Pizzastück. Ich glaube eher weniger. Jetzt halt's Maul, wir machen das mit CGI. Das ist aber echt low. Treib du mal das weltweit größte Pizzastück an einem Abend auf. Mann, ich hasse dieses Video. Ich glaube, du wolltest sagen, liebst. Nein, wollte ich nicht. Du redest so wie Schwule. Wie Schwule? Wieso nicht? Du kannst das doch nicht als Beleidigung benutzen. Keine Angst, ich schneide das raus. Darum geht's doch nicht. Das Video gibt uns die Views. Für dieses Video will ich keine Views. Tja dann, mehr für mich. Wieso gehe ich? Das ist mein Haus, du musst gehen. Das finde ich aber unfreundlich. Ich expose Jonas in diesem Video. Eigentlich wollten wir ein Video zusammen drehen, aber als ich ihn getroffen habe, konnte er nicht mehr. Ich möchte ihn nicht haten oder so. Ich möchte nur auf sein Verhalten aufmerksam machen und der Welt die Wahrheit zeigen. Hör dir an, was er gesagt hat. Ich hasse Schwule. Das gibt Drama, das wird gut, das wird abgehen. Ich sag's dir, Views, 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 das wird heute noch veröffentlicht. Scheiße, Mann. Das war von Anfang an eine schlechte Idee. Videos mit anderen Leuten machen. Und dann auch noch mit Aaron. Was habe ich mir gedacht? Was habe ich mir gedacht? Warum telefonieren wir eigentlich immer, Jack?
Wer telefoniert denn noch? Ist doch komplett irrelevant. Ich wollte sagen, Glückwunsch. Wofür? Das Video. Ich hatte zwar was anderes, brandfreundlicheres im Sinn, aber auch gut. Welches Video? Von dir und dem Typ. Wovon redest du? Weißt du das nicht? Ihr seid ein bisschen viral gegangen. Wie? Wie gutes Video gemacht? Kannst du mir das schicken? Ja. Ich kann dir den Link schicken, aber wozu? Ich weiß nichts von einem Video. Wie? Wie? Nee, das habe ich gerade schon gefragt. Was? Nee, das... 1 Million Views? Ach so, ja. Und die Abos sind stabil gestiegen. Also ob geplant oder nicht. Ich sag ja, du musst mir vertrauen. Ja, du hast recht gehabt. Dann wäre es jetzt vielleicht mal Zeit für einen Sponsor. Auf keinen Fall. Haben wir nicht gerade gesagt, dass du mir vertrauen sollst? Aber nicht bei Sachen, wo du direkt Geld von bekommst. Na gut, dann feier nicht zu viel. Es war nur ein kleiner Schritt. Klare Sache. Schönen Tag noch. Digga, die nicen Spiele sind doch einfach nice. Wenn du das sagst, dann ist ja gut. Also wenn wir das Spiel früher gehabt hätten, hätte das auch nichts geändert. Ja, stimmt eigentlich. Aber dann wäre alles einfach besser. Also... Und vielleicht hätte ich ja nicht in Fleisch investiert. Ja, oder wenigstens richtig gelagert. Apropos, kannst du mir Geld leihen? Wie viel brauchst du? 10 Euro reichen. Ja, gut. Hier, die 10 Euro schenke ich dir. Oh, danke. Willst du auch Fleisch kaufen? Nein.